Ein Gang durch eine moderne Stadt ist auch eine Reise durch die Geschichte der Materialien. Von Stein und Holz bis zu schimmerndem Glas und Stahl. Sie sind die Sprungbretter unserer eigenen Geschichte, der Geschichte der Menschheit. Unsere heutigen Materialien sind der Höhepunkt einer Revolution, bei der alles möglich erscheint. Bionische Gliedmaßen, die fühlen können. Näher kann man einem menschlichen Terminator nicht kommen. Sich selbst reparierende Schuhe. Selbst wachsend, sogar sich selbst reproduzierend. Unfassbare Metalle. Es ist ein bisschen wie die Katze meiner Eltern. Sie können absolut rätselhaft sein. Es ist wie eine Zauberwelt. Oder vollkommen wundersam. Es wurde entwickelt, um Sternenstaub einzufangen, also ist es im Grunde Poesie. Gibt es etwas Poetischeres als etwas Leichtes, das Sternenstaub einfängt? Und jetzt haben die Wissenschaftler begonnen, bei ihrer Arbeit mit den wesentlichsten Grundbausteinen die Grenzen zwischen Belebtem und Unbelebtem zu verwischen. Man erschafft Strukturen, die es in der Natur nicht gibt. Und unsere Welt zu verändern.